Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarians. Wir haben in der letzten Folge feststellen dürfen, dass diese Dame hier wohl ihren Bruder rächen möchte, ihren Bruder im Geiste, sage ich jetzt mal. Was lustig ist, ne? Ich finde es immer so lustig, wenn solche Leute dann von Rache sprechen. Ich meine, er hat uns ja angegriffen, von daher ist es eigentlich immer so ein bisschen, naja, es ist Vorwand. Also, sie hätte eigentlich auch sagen können, jo, du hast mir die Pommes vom Teller genommen oder so, deswegen greife ich jetzt an. Ja, es ist irgendwie nicht. Oh, ich bin tot. Ja, ist vielleicht auch besser so, ne, dann machen wir das wieder auf die gute alte Level 2, hast du Level 2 verloren, startest eine neue Schiene. Tut mir leid. Ist anscheinend auch nicht so meine Stärke gerade. Ja, wie gesagt, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor diesen Gegenständen. Und wenn ich mal keinen Respekt habe, dann, ja, dann kriege ich auch auf den Deckel. Ne? Jetzt wieder keine falsche nehmen. Ist ja jetzt eine Weile her, deswegen denke ich lieber, überlege ich dreimal, bevor ich jetzt die Pillen schlucke. Genau, und die nehmen wir dann jetzt erst. So. Au, was? Was war denn das? Das sah leicht verbuggt aus. Ja, warte mal, zweimal, ne? Okay, das kann man. Oder dreimal? Ich wollte gerade sagen, das kann man sich ja dann natürlich merken. Zweite Phase? Nee, 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 nee. Noch einmal. Ah, das Problem ist, dass sie ist nicht. Oh, das hätte noch gepasst. What the f. Was war denn das? Ja, genau, da hat sie angetäuscht. Sie ist nicht so der beste Boss zum Töten. Also zum Töten lassen. Von daher. Wir müssen ja auch nicht den kompletten Kampf mit Level 2 schaffen. Aber so 2-3 Schläge mit Level 2 würde ich hier gerne. Wow. Das ist eine gute Phase. What? What? Was habe ich denn gerade da gemacht? Habt ihr das gerade gesehen? Plötzlich MG-Schuss. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ja, wie gesagt, so 2-3 Schläge hätte ich dann ganz gerne noch. Was hat? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Das kann auch sein, dass das die Zwischenstufe war, dass das quasi 1,5 war. Was lustig ist, weil 1. What the fuck? Okay, die nächste Phase. Ach shit, und dann setzt sie noch einen drauf. Der 1,5er sah bedrohlicher aus als der 2er. Okay. Die. Das hat tatsächlich funktioniert. Ah, ich darf. Aua. Darf mich nicht treffen lassen. Ansonsten. Ja, habe ich keine Zeit mehr, ihr Schaden zuzufügen. Wieso sind wir denn jetzt wieder da? Wir waren doch gerade bei dieser All-Out-Attacke. Ist das wieder ein bisschen random. Hier wartet der Stuhl da links, der da, genau, der da, der im Bild ist, der greift als erstes an. Ich wähle dich, Stuhl! Ja. Aber lieber dieses Stuhl als der andere Stuhl. Sähe vielleicht auch ein bisschen lustig aus, wenn da die Scheiße rumfliegt. Aber es würde auch zur Situation passen, denn die ist echt beschissen. Oh nein, da jetzt kommt die Drehattacke. Aua! Ich wollte gerade sagen, ich finde die angenehmer als die andere. Ja, toll. Sieht man, wie angenehm du die findest. Oh nein, ich wollte doch. Ich wollte doch nur leben und laufen. Ah nein, ja, ich bin überfordert. Ich muss ja auf alles irgendwie. Oh Gott, zu viel, da ist zu viel. Da, ja. Und das reicht nicht. Naja, ja. Das finde ich ein bisschen assi, ja. Okay. So, hier, das ist gut, weil dann weiß ich, okay, das, was halt als erstes erscheint, das kommt dann auch, aber es ist dann natürlich auch schwierig, wenn wir. Oh Gott, wenn wir die Szenerie. Die Kamerafahrt wechseln. Uiuiuiuiui. Musik etwas funky im Hintergrund, sofern man sie hört. Ich habe
Jetzt ausnahmsweise mal 5% runtergestellt, weil das hier auch schon spät ist. Weil ich ein bisschen leiser rede. Und sich das quasi so ein bisschen, ausgleicht. Aua. Ach man, ich weiß ja nicht, ob du auf deinen Kampfstil so stolz sein solltest. Die fliegende Tischfrau. Das ist das fliegende Tischkarate. Da jetzt, ja. Das war auch wieder so eine Situation. Ich wusste, ich kann und sollte angreifen, aber da war der Tisch im Rücken und ich dachte mir nur so, nee, du. Also es ist teilweise hier auch wieder dem Tisch ausweichen und, ja, das ist schwierig. Du kannst es nicht immer machen. Auch wenn man es natürlich will. Hier auch wieder. Wobei, da hatte ich jetzt genug Zeit und komischerweise hat mich der Tisch nicht getroffen. Uiuiui. Okay. Da hat sie sich jetzt nicht dazu dreistet runterzukommen. Jetzt, aber das ist... Ach, shit. Das ist schon wieder. Ich habe schon wieder so eine Doppelattacke gemacht. Jetzt. Oh. Vielleicht einfach mal so ein bisschen Schaden riskieren. Der Tisch und dann ausweichen an... Nein. Ach, jetzt ist der Tisch drei Jahre länger in der Luft geblieben, als ich dachte. Ich dachte so, Tisch ausweichen und dann... Das war gut. Gut ist jetzt natürlich mit Level 1, sei mal, jetzt so dahingestellt. Oh, der Level 1 ist echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Vor allem, weil es halt sofort nach zwei Schlägen ist es ja weg. Also es ist fraglich, ob das so nett ist. Weil, ich meine, wenn das dann so wäre, dass man mit Level 3, wobei kann man, glaube ich, ne, wenn man Level 3 hat, kann man, glaube ich, einen Hieb mehr aushalten, wenn man so an sich, Gott. Ja, wow. Ich tippe mal auf 5. 5 Treffer noch. Bin auch demnächst wieder im Alau-Aqua-Modus. Frage ist, was mache ich dann? Da habe ich ja eigentlich schon verloren. The fuck? Weil ich kann mich ja dann nicht zurückverwandeln. Wow. Sowas willst du echt, wenn ich hab's ja in der letzten Folge gesagt, ich wollte heute ganz viele Folgen machen. Sowas will man nicht am Anfang haben. Wieso greife ich eigentlich die ganze Zeit zweimal an? Also finde ich ja gut. Ich weiß nicht, wie ich das tue. Da, hier. Ach, jetzt habe ich auf mein Leben geachtet. Ja, da, hier war auch wieder so eine schöne Stelle. Ich bin echt überfordert mit so vielen Sachen auf dem Bild. Ich sollte wirklich keine Shoot'em-Ups spielen. Obwohl ich das auch vorhatte. Also hier Gradius, Parodius. Das ist ja noch mehr. Wobei, wie gesagt, du hast ja diese dreidimensionelle Ebene nicht. Du hast da halt oben und unten. Fertig, aus. Hier ist es ja 3D. Was das Ganze schwieriger macht. So. Skippity skip. Und dann zieh es jetzt auch durch. Man hat ja gesehen, dass es... Das ist, es bringt nichts. Level 1 ist ein Witz. Wie gesagt, oh, es war jetzt nicht ganz Level 2, aber das war fast davor. Ich darf nicht zu zeitig anvisieren, jetzt. Ja, zweite Phase, oder? Nee, doch nicht. Jetzt aber, oder? Ja. Das reicht. Ah, shit, ich hab's abgebrochen. Da war diese Unsicherheit drin. Was? Wieso habe ich noch Level 2? Ist erstaunlich kulant gerade. Wenn man sich beschwert hat, dann denkt sich das Spiel so, yo, okay. Ich will mal nicht so sein, ne? Und dann... Ah,
er direkt den nächsten Schussel gemacht. Okay, jetzt aber. Ne, Moment, ich habe vergessen, dass sie noch. Ja, da wollte ich eigentlich ausweichen. Okay, ja, ja. Umbringen lassen. Sehr, sehr schwierig, aber. Ach so, ja. Ich mache dann einfach mal einen Self-Stop. Genau. So weit war ich ja, glaube ich, bei dem. Ich glaube, bei dem ersten Bosskampf, da habe ich es angekündigt, aber dann habe ich ihn dann doch noch in dem Versuch geschafft. Ja, es ist kreativ. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Aber die halten einfach zu viel aus. Andererseits, Moment, jetzt muss ich erstmal einen ordentlichen Safe-Set machen. So. Andererseits ist es natürlich, wie gesagt, dadurch, dass man diese Skip-Pille kriegt. Sehr, sehr kulant, sehr, sehr fair. Aber, hey, wirfst du die Skip ein, musst du perfekt spielen. Ja, also, es gleicht sich schon aus. Spiel perfekt, mach guten Schaden oder kriegt zwei, drei Schläge ab und dann musst du halt länger spielen, aber dieses lang ist mir halt zu lang. Weil ja auch diese... Ach, ich bin nicht gut. Ich kritisiere das Spiel, glaube ich, schon wieder. Ist unrecht. Ach, shit. Ja, hier, das ist es halt. Diese Zeit wieder. Ach, shit. Aber vier, das war kurz davor, aber dann doch zu zeitig eingesetzt. Oh, Moment. Das war doof. Hatte ich halt nicht im Bild. So, die haben ja quasi. Aua, ja, okay. Die Tische haben. Also die Möbel sind ja auch teilweise Stühle, haben schon ein festgelegtes Ziel, ne? Also wenn man. Man muss nicht. Was soll ich das sagen? Synchron sein mit dem Ausweichen. Also, die werden zwei, drei Sekunden bevor sie fallen, wenn sie sich schon ein Ziel gesetzt haben. Und wenn man dann quasi nochmal geht, ist man eigentlich sicher. So. Muss jetzt mal mitsehen hier. Ich sehe dich nicht, aber ich habe getroffen. So, das waren zwei. Au! Direkt reingelaufen. Ah, da habe ich. Ich dachte, jetzt habe ich mir nicht aufgepasst. Ja, ich sehe dich nicht. Ich kann sie knicken. Gerade auch wirklich dumm, das jetzt noch zu erwähnen, aber ich finde es auch schon wieder ironisch, dass ich gerade extrem Hunger kriege. Das ist natürlich auch etwas, was meine Konzentration nicht unbedingt fördert. Ich muss danach wohl mal eine Pause machen. Yay! Also wenn ich das in der Folge nicht schaffe, dann werde ich sauer. Ganz ehrlich. Das nagt dann doch schon wieder an meiner Motivation. Ich meine, was soll das? Ich mache hier zwei, drei Wochen Pause, wofür natürlich keiner was kann. Aber komme ich wieder und krieg direkt einen Boss in die Fresse. Das ist schon sehr. Das nagt schon sehr dann. Motivation. Ja, gut, das. Ja, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Also das ist problematisch. Ja. Ach ja. Es tut mir so leid, aber ich bin nicht so gut in diesen Bosskämpfen. Oh, ja. Geil, 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 geil.
Brauchst ja nicht sagen, ich hab's ja schon erklärt, das kommt dann auch noch dazu. Zack. Phase Nummer 2. Jetzt direkt, direkt, direkt. Ja, ist egal. Wobei, nein, 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 es kann nicht egal sein. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir halt ein bisschen Schaden, aber das Problem ist ja dann, dass ich wieder mein Level 2 verliere. Wow. Das ist ja echt doof dann. Das wollen wir ja nicht. Ja, jetzt geht sie wieder direkt rüber. In ihre. Ja, ich weiß nicht, ist das die nächste Phase oder einfach Alternativschlag? Da habe ich keine Zeit, ja, das war klar. Und ich sehe dich nicht, du holde Tischfrau, aua. Okay, einen Versuch habe ich, glaube ich, noch. Wenn der jetzt gesessen hätte, dann wäre ich aber sauer geworden. Ein bisschen Zeit zum Ausweichen müssen natürlich. Moment, nein, ich habe es wieder vergessen. Oh, da habe ich aber hochgepokert und das hat funktioniert. Oh nein! Egal, der dachte jetzt, ja, steh halt auf, Ryan. Jetzt können wir vielleicht mal schauen. Also, ich meine, da haben wir jetzt 2, 3 Schläge schon in der Phase gesessen. Naja. Nicht schlecht positioniert. Ah, ich dachte, ich krieg wenigstens noch einen normalen Schlag, aber. Gut. Was ist das bitte für ein Schlag, wenn man noch nicht mal den 1er aufgeladen kriegt? Kann ich sie auch direkt fragen, ob ich sie kitzeln darf. Oh nein, ich hab's wieder vergessen. Oh, komm schon. Die, motherfucker. Oh, oh. Nein, schaut euch das an. Wobei, ich glaube, ich hatte sie nicht richtig anvisiert, oder? Ich glaube, ich hätte sie dann wirklich getroffen. Der Schlag sah ein bisschen viel Platz. Oh, plötzlich kann ich durch die Möbel laufen. Das war die Strafe. Mit diesem Kommentar. Da ich weich dem aus. Und jetzt. Oh ne, ich dachte, der Tisch hätte sich schon entschieden. Aber. Ey, so langsam, Leute, reicht's dann auch, würde ich mal sagen, oder? Guck mal, wo ist denn der Tisch, der da beispielsweise, der Stuhl, ich sag mal Tisch, weil hier gibt's ja auch noch Stühle. Ah. Vor allem, wo kommt der ganze Scheiß her? Ich meine, so viel liegt da jetzt auch nicht rum. Sie ist eine Zauberin. Oder sie bastelt die kaputten immer wieder zusammen. Oh, das war aber sehr kulant vom Spiel. Ach man. Ja, wenn das nicht wäre, wenn das Zielen automatisch, wirklich automatisch wäre und ich da minimal mehr Zeit hätte, schaut euch das an, ihr Schaden zuzufügen, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Hätte ich nichts an diesen Kämpfen auszusetzen, aber das ist immer dieser Beigeschmack. Man lässt es über sich ergehen und hat dann im Endeffekt doch nichts, weil man wirklich nicht sekundengenau agiert hat. Danke. Ich war kurz davor, wieder neu zu starten, gebe ich ganz ehrlich zu. Du bist ein guter Gegner. Diese Droge wurde speziell für mich entwickelt. Jetzt kann ich dich endlich töten! Nein, du kannst dir das Zeug nicht selbst Mutter spritzen! Mutter hat immer gesagt, dass sich dieser Moment so toll anfühlt. Rita, du hast den Verstand verloren! Wir werden jetzt alle ganz langsam, aber sicher wahnsinnig. Nein! Los! Gleich ist es soweit! Lilia, bleib weg! Ah, Rita, nicht! Bring Ryan nicht um!
Ist alles in Ordnung? Mach dir nur keine Sorgen. Ich kann mich selbst nicht ausstehen. Ich hasse die Macht, die ich habe. Ich wollte immer, dass damit Schluss ist. Aber ich kann einfach nicht sterben, Ryan. Sieh mal, was für ein wunderschöner Schnee. Das ist genauso, als ob man einen Traum hätte, der ebenso wunderbar wie auch beängstigend ist. Ich frag mich immer wieder, wenn Mutter Gott ist, warum hat sie dich dann mit so einem grausamen Schicksal bedacht? Wo ist eigentlich dein wahres Ich geblieben? Du bist seit langem nicht mehr du selbst. Du bist inzwischen nichts weiter als eine leere Hülle, die sich für einen Menschen hält. Es ist wirklich schade, dass wir uns nicht mehr wiedersehen werden. Ryan, ich flehe dich an, töte mich. Mein Kopf tut so weh. Los, es tut so weh. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, Ryan, tu's nicht. Lilia, es ist die einzige Möglichkeit. Sie will doch so gerne sterben. Ja, aber... Bitte mach es, Ryan. Oh nein, ich halte das auch nicht mehr aus. Verzeih mir. Nein! Lilia, bitte weine nicht. Ryan, woher... Woher hast du nur diese Kraft? Man hat mit mir herumexperimentiert. Sie haben mir im Krankenhaus verschiedene Drogen gegeben. Glaub das nicht. Hä? Was hast du gesagt? Ach, nichts. Birdman ist lachend gestorben. Reinhardt hatte furchtbare Angst. Und dann starb Rita, weil sie sich mehr hasste als alles andere. Diese Drogenabhängigen sind so einsam und voller Angst. Und der Muttercomputer Dorothy hat die Galarians in die Welt gesetzt. Sie fürchten sich vor dem Virusprogramm und leben dort, wo alle Netzwerke zusammenkommen. Im Mushroom Tower. Hoch über Michelangelo City. Ich muss Dorothy vernichten. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Nicht einmal diese düstere Stadt, die mir Angst und Schrecken einjagt. Ja, ja, ja. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich so kommen, also. Oder? Moment, ich hätte vielleicht mal einen anderen Spielstand nehmen sollen, für den Fall, dass jetzt was schiefgegangen ist. Ja, 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 wow. Ich find's lustig, aber ich finde es auch echt nachvollziehbar. Aber ja, lass mich erstmal das der Reihe sagen. Also erstmal, ich bin echt gespannt auf die deutschen Zwischensequenzen, die ich dann reinbaue, denn ich weiß ja nicht, was ihr gehört habt, aber ich hatte hier einen halben Porno schon wieder, also die rothaarige, bitte, Ryan, bitte, ja, töte mich. Das war schon nicht schlecht. Ja, also das meine ich jetzt auch gar nicht lächerlich oder so. Ich finde die deutsche Synchro finde ich jetzt nicht so toll. Also Ryan hat eine coolere Stimme, Lilia ist mega süß. Die habe ich jetzt, glaube ich, die haben wir ganz kurz gehört, ne, beim letzten Mal. Reinhard war auch eine Katastrophe. Also, ne, von daher, wenn ihr die Englischen noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal so ein bisschen rein. Oder vielleicht schneide ich auch am Ende des Let's Plays ein paar Vergleiche rein. Ja, des Weiteren dachte ich mir so, als die kurz oder während ihres Todes so meinte, glaub dem nicht, dachte ich mir so, rieche ich da etwa einen Story-Twist? Und ja, dass jetzt
dass wir jetzt schon in CD3 sind, das ist traurig, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, da ich meine, es war nur dieses Hotel und ich habe ja auch schon so gemeint, dass es eigentlich, das Areal per se ist gar nicht so groß. Also es ist ja kleiner noch als das Haus, aber es, diese ganzen Zwischensequenzen, die fressen so unglaublich viel Platz auf der CD. Ja, also wir haben hier alleine auf dieser CD waren mehr Zwischensequenzen als bei, keine Ahnung, bei Final Fantasy und, also bei Final Fantasy 7 und 8 und 9 zusammen, sag ich mal. Also mega aufwendig, mega geil, auch wie das erzählt wurde und so. Also das gab's ja da bei Resident Evil beispielsweise nicht so. Da hatte man ja, glaube ich, am Anfang und am Ende eine Sequenz. Also es ist jetzt auch kein Kritikpunkt. Ich finde es nur mega, mega lustig, dass es jetzt wirklich so weit ist. Und vor allem, er hat sich auch so hingestellt, so von wegen, jo, jetzt wird's Zeit, keiner kann mich aufhalten und so. Also zumindest habe ich das jetzt in der englischen Version gehört. Also, hey, dann passt es ja. Dann lade ich jetzt CD3 runter. Überleg mir so ein bisschen, was ich mit dem Thumbnail jetzt dann mache. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, ne? Ich habe ja dasselbe genommen, nur in einer anderen Farbe. Das konnte ich glücklicherweise nur machen, weil ich bei Google was gefunden habe. Ja, also hätte ich da gewisse Skills, könnte ich es auch selber verfärben. Kann ich jetzt leider nicht so, also ich hätte das gerne noch beibehalten, aber ich denke mal, für die dritte CD mache ich da noch so ein bisschen was anderes rein. Aber ja, also nochmal kurz zusammengefasst, CD2, scheiß Hotel, aber mega aufwendig inszeniert, konzipiert. Und ja, dann lade ich es jetzt runter, esse mal was und dann sehen wir uns in CD3 wieder. Ja, und wie gesagt, sorry für den Bosskampf jetzt. Ja, aber ja, wir haben es geschafft und wir haben auch gar nicht so viel verloren. Ne? Von daher, ja, bis zum nächsten Mal, also beziehungsweise bis gleich, je nachdem. See ya.